Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren Stadtratsmitglieder und Ortsteilbürgermeister, hiermit erkläre ich die heutige Sitzung für eröffnet und begrüße Sie sowie die Vertreter der Presse und alle anwesenden Gäste recht herzlich. Ich möchte zunächst die Gelegenheit noch nutzen, Ihnen allen alles Gute, Gesundheit und Erfolg für das Jahr 2016 zu wünschen. Und so wie wir uns das gemeinsam wünschen, wünschen wir das natürlich unserer Stadt Gera in ganz besonderem Maße. Ich bitte Sie nunmehr um Zustimmung, dass Herr Hans-Joachim Stark fernsehtechnische Aufnahmen machen und im offenen Kanal senden, sowie im Internet auf der OKG-Seite zur Verfügung stellen darf, der MDR fernsehtechnische Aufnahmen machen darf und die Schallaufzeichnung zwecks Protokollierung erfolgen kann. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, das ist die Mehrheit und somit beschlossen. Ich darf feststellen, dass Ihnen die Einladung zu dieser Sitzung rechtzeitig und ordnungsgemäß zugegangen ist. Es sind 39 Stadtratsmitglieder anwesend. Damit sind wir beschlussfähig. Entschuldigt sind für heute Herr Huster, Fraktion Die Linke, Herr Dr. Borst, Fraktion Bürgerschaft Gera, Herr Richter, NPD und Herr Pichel, NPD. Damit sind wir, wie gesagt, beschlussfähig. Ich frage an dieser Stelle nochmals, hat sich jedes Stadtratsmitglied in die Anwesenheitsliste eingetragen und ist im Besitz einer Stimmkarte? Wo das nicht der Fall sein sollte, bitte ich, das nachzuholen. Die Unterlagen erhielten Sie mit Schreiben vom 17. Dezember 2015, mit Einladungsschreiben vom 15. Januar 2016 sowie mit Nachreichungsschreiben vom 15. Januar 2016. Die SPD-Fraktion hat die beiden Beschlussvorlagen 103 aus 2015, Energiestandards beim Neubau und Sanierung öffentlicher Gebäude, und 104 aus 2015, Zertifizierung als energieeffiziente Kommune, zurückgezogen. Damit bleiben die Tagesordnungspunkte 7 und 8 der öffentlichen Sitzung unbesetzt. Mit Schreiben vom 14. Januar 2016 beantragte die Fraktion Die Linke eine Aktuelle Stunde zum Thema Umsetzung Brandschutzbedarfsplanung durch die Stadtverwaltung. Die Behandlung erfolgt als Tagesordnungspunkt 0. Mit Nachreichungsschreiben vom 15. Januar 2016 erhielten Sie den Antrag der Fraktion Die Linke zur Aktuellen Stunde, wie genannt, eine Austauschseite zur Anlage 1 der Beschlussvorlage 96 aus 2005, zweite Ergänzung, Umsetzung Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 der Stadt Gera vom 14.11.2013, hier Anpassung der Entgeltordnung für die Benutzung kommunaler Bäder der Stadt Gera. Das ist relevant für den Tagesordnungspunkt 3. Ein Austauschdeckblatt zur Beschlussvorlage 83 aus 2015, Beschreibung der weiteren Aufgaben im Rahmen des Stadtmarketings bis 2023, das ist relevant für Tagesordnungspunkt 5, eine schriftliche Berichterstattung zum Stand sowie zum Ausblick der Städtepartnerschaften der Stadt Gera, das ist relevant für den Tagesordnungspunkt 9. Vor Sitzungsbeginn erhielten Sie die Beratungsergebnisse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 12. Januar 2016 und des Haushalts- und Finanzausschusses vom 18. Januar 2016 zur Beschlussvorlage 96/2005, zweite Ergänzung, Umsetzung Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 der Stadt Gera vom 14.11.2013. Hier Anpassung der Entgeltordnung für die Benutzung kommunaler Bäder der Stadt Gera. Ich frage Sie, meine Damen und Herren Stadtratsmitglieder, gibt es Änderungswünsche zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir diese Tagesordnung so festgestellt mit den von mir angeführten Änderungen und Ergänzungen. Und ich komme somit zum Aufruf des Tagesordnungspunktes 0,
Aktuelle Stunde zum Thema Umsetzung der Brandschutzbedarfsplanung durch die Stadtverwaltung. Der Antrag auf Durchführung wurde von der Fraktion Die Linke gestellt. Dieser Antrag liegt allen Stadtratsmitgliedern und Ortsteilbürgermeistern vor. Zur Anmerkung Folgendes: Eine Aktuelle Stunde sollte bekanntlich nach § 23 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Stadtrates nicht länger als eine Stunde dauern. Beschlüsse können in einer Aktuellen Stunde nicht gefasst werden. Die Redezeit der Fraktionen und des Oberbürgermeisters und sofern betroffen der Dezernenten beträgt 15 Minuten jeweils. Damit sind die Regularien noch einmal genannt und wir gehen in diesen Tagesordnungspunkt. Ich erteile zuerst das Wort dem Mitglied der Fraktion Die Linke, Stadtrat Herrn Schubert. Stadtratsmitglied Herrn Schubert. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gärerinnen und Gärer, Demokratie braucht Regeln. Regeln, an die sich alle halten. Ansonsten laufen sie Gefahr, für Regelverstöße zur Verantwortung gezogen zu werden. Für Gera als Stadt im Freistaat Thüringen gilt die Thüringer Kommunalordnung als gesetzliche Handlungsgrundlage sowohl für den Stadtrat als auch für die Oberbürgermeisterin. Die Thüringer Kommunalordnung regelt die Rechte und Pflichten sehr konkret. Zum Beispiel in § 29, Aufgaben des Bürgermeisters. Dort steht, ich zitiere, der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und bestimmt die Geschäftsverteilung. Er vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderats und der Ausschüsse. Soweit das Zitat. In der Stadt Gera verschärft sich in den letzten Jahren die Tendenz, dass Beschlüsse des Stadtrats nicht vollständig oder nicht fristgerecht vollzogen werden. Doch jetzt erreicht diese ungute Entwicklung eine neue Qualität. Stadtratsbeschlüsse werden uminterpretiert oder die Umsetzung wird schlichtweg verweigert, so wie jetzt im Dezernatsbereich des Bürgermeisters. Gemäß § 2 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Stadtrats und seiner Ausschüsse beschließt der Stadtrat über die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Stadt, soweit er die Beschlussfassung nicht auf beschließende Ausschüsse übertragen hat. Und die Aufgaben des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe sind nach den Thüringer Gesetzen Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises. Deshalb hat der Stadtrat 2011 nach intensiver Diskussion auch in den Feuerwehren einstimmig einen Beschluss zur Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplanung gefasst, der bis heute Gültigkeit hat. Diese Gültigkeit bezweifelt nicht mal die Verwaltung. Der gültige Beschluss beschreibt unter anderem eine ganz konkrete Personalentwicklung in der Berufsfeuerwehr vor dem Hintergrund einer engen Kooperation mit den Freiwilligen Feuerwehren. Auf Grundlage dieses Beschlusses sollte eine Verlagerung der Aufgaben organisiert werden, was die Anzahl der Beamten im Brandschutz in Folge vermindert. Beim Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan geht es um einen höchst sensiblen Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ist doch die Feuerwehr im wahrsten Sinne des Wortes die Lebensversicherung für die Bevölkerung. Dafür kann man den aktiven Kameraden in allen Gera-Feuerwehren gar nicht oft genug für ihr Engagement danken. Aber hier, ne? Aber hier muss Klarheit herrschen, was gilt. Und darauf müssen sich der Stadtrat und vor allem die Einwohner verlassen können. Wie sieht es aber konkret in Gera damit aus, meine sehr geehrten Damen und Herren? Herr Dannenberg als zuständiger Dezernent hat bisher schon bei der Umsetzung der fahrzeugtechnischen Vorgaben nicht mit besonderer Willensstärke und Durchsetzungskraft überzeugt. Bei den Vorgaben der Personalplanung aber wird die Umsetzung blockiert, werden die Vorgaben des Stadtratsbeschlusses ignoriert. Stattdessen werden vor der Fortschreibung des Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplans am Stadtrat vorbei neue Fakten geschaffen zur Personalausstattung der Berufsfeuerwehr. Zu keiner Zeit wurde darüber der Stadtrat oder der zuständige Fachausschuss vom zuständigen Dezernenten Bürgermeister Dannenberg aktiv informiert. Nein, nur ständiges Nachfragen förderte immer widersprüchlichere Begründungen zutage. Noch in der Berichterstattung des Jahres 2015 im Hauptausschuss ließen Sie, Herr Dannenberg, den Stadtrat in dem Glauben, die Personalzielvorgaben 2016 erreichen zu wollen und zu können. Auch im August des letzten Jahres antworteten Sie auf konkrete Nachfrage öffentlich im Hauptausschuss,
dass die 2011 im Rahmen einer Arbeitsgruppe erarbeitete Brandschutzbedarfsplanung aber den rechtlichen Vorgaben entspricht, trotzdem sich seitdem keine einzige rechtliche Vorgabe für diesen Bereich geändert hat, hat sich die Bewertung völlig umgekehrt. Inzwischen spricht der Bürgermeister Dannenberg davon, einen Rechtsverstoß festgestellt zu haben. Die Brandschutzbedarfsplanung 2011 bis 2016 bedeutet einen Rechtsverstoß, und das teilt uns Bürgermeister Dannenberg mit, nachdem er seit 2 Jahren die Verantwortung für Ordnung und Sicherheit in der Stadt Gera trägt. Seit wann wissen Sie eigentlich, Herr Dannenberg, dass der Stadtrat 2011 eine nach Ihrer Auffassung rechtswidrige Brandschutzbedarfsplanung beschlossen hat? Wäre es dann nicht Ihre Aufgabe, ja Ihre Pflicht gewesen, den Stadtrat unverzüglich darüber zu informieren und Vorschläge und Begründungen zur Novellierung dieser für die Einwohner unserer Stadt so essentiell wichtigen Beschlussfassung im Bereich dieser Stadtverwaltungsabteilung zur Diskussion vorzulegen? Wissen Sie eigentlich, welche Verantwortung Sie mit Ihrer Wahl zum Bürgermeister vor 2 Jahren für den Brand- und Katastrophenschutz in unserer Stadt übernommen haben und immer noch tragen? Haben Sie sich nicht intensiv mit dem Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan beschäftigt oder diesen nicht inhaltlich überblickt? Wem soll denn der Stadtrat jetzt in dieser Frage noch Glauben schenken, wenn wir in all den Jahren seit der Beschlussfassung 2011 immer wieder eine regelmäßige Berichterstattung im Fachausschuss eingefordert haben und bis einschließlich August 2015 auch von Ihnen immer darin bestärkt wurden, diese Konzeption ist rechtlich in Ordnung und wird umgesetzt? Sie haben mit Ihrem Vorgehen, Herr Dannenberg, an dieser Stelle viel Vertrauen zerstört. Sie haben nicht offen und transparent agiert, nein, ganz und gar nicht. Sie sind im Gegenteil darum bemüht, dem Stadtrat möglichst wenig Informationen zukommen zu lassen. Das atmen auch die Antworten auf unsere schriftlichen Anfragen. Es werden sogar in Ihrem Dezernatsbereich disziplinarische Maßnahmen denjenigen angedroht, die sich aus Verantwortung für eine allzeit funktionierende Feuerwehr für eine öffentliche Debatte dieser Fragen engagieren. Hier sollen offenbar Probleme unter der Decke gehalten werden. Herr Dannenberg, diese Strategie wird scheitern. Diese Strategie wird scheitern. Ich fordere Sie auf, heute hier in der Aktuellen Stunde dem Stadtrat die Information zu geben, wie viel Personal Anfang 2016 im Fachdienst 2600 Brand- und Katastrophenschutz vorhanden ist. Es sei denn, Sie wissen es selbst nicht. Nach unseren Recherchen ist die Zahl der besetzten Stellen größer als 130. Die Zielgröße im Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan lautet 126, spätestens 2016 zu erreichen. Davon sind 9 weitere Stellen abzuziehen für Aufgaben, für die es inzwischen keine Verträge mehr mit der Kassenärztlichen Vereinigung gibt. Also in Summe sollte jetzt 117 an der Tafel stehen. Die Differenz zwischen Stadtratsbeschluss und Realität beträgt nach vorsichtigen Schätzungen also in Summe zwischen 500.000 Euro und 1 Million pro Jahr. Es geht hier also auch finanziell nicht um Peanuts, denn das ist ja das Äquivalent für den städtischen Eigenanteil für 2 bis 3 Großfahrzeuge pro Jahr, also den möglichen Vollzug des Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplanes auch bei den Fahrzeugbeschaffungen. Während an vielen Stellen Leistungen der Stadt eingeschränkt oder gar abgebaut wurden, Einwohner durch gestiegene Steuern, Abgaben und Entgelte immer mehr zur Kasse gebeten werden, auch heute ist ja wieder so ein Tagesordnungspunkt bei uns zu behandeln, wird der Personaleinsatz in der Berufsfeuerwehr entgegen Stadtratsbeschluss ausgeweitet. All dies setzt sich auch im Jahr 2016 unter vorläufiger Haushaltsführung fort. Damit stellen sich für uns, für dieses Vorgehen der Verwaltung neben kommunalrechtlichen auch haushaltsrechtliche Fragen, Herr Dannenberg. Dem ganzen Vorgang setzt der Fakt die Krone auf, dass Sie ja bis letztes Jahr noch für die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts verantwortlich waren und uns erklärten, wir müssten unsere Beschlüsse strikt umsetzen, um neues Vertrauen im Land aufzubauen. Und jetzt? Wie wollen Sie denn Ihren Gesprächspartnern im Land jetzt erklären, wieso in Ihrem Dezernat eine solche gigantische, für Gera-Verhältnisse doch gigantische Abweichung von der im Stadtrat legitimierten Personalbewirtschaftung stattfindet? Wie soll denn Ihre politische Glaubwürdigkeit zukünftig überhaupt noch jemand messen können? In Gera, in Weimar, in Erfurt. Frau Bürgermeisterin, aber auch Sie sind hier mit in der Verantwortung. Denn Sie sind die oberste Dienstherrin, damit verantwortlich für die Einhaltung von Beschlüssen und nicht nur zu Besuch im Rathaus.
Nur mit Ihrer Zustimmung war die Veränderung des Personaleinsatzkonzepts in der Berufsfeuerwehr am Stadtrat und der gültigen Beschlusslage vorbei möglich. Ich fordere Sie hiermit auf, stellen Sie sicher, dass keine weiteren Fakten durch Neueinstellungen oder neue Ausbildungsgänge geschaffen werden, bevor nicht im Stadtrat eine Fortschreibung des Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplans diskutiert und beschlossen wurde. Es gibt dafür keinerlei rechtliche Grundlage und wir werden im Zweifelsfall auch mit der Rechtsaufsicht Rücksprache halten, um dem Recht des Stadtrates wieder Geltung zu verschaffen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch einmal ganz deutlich klarstellen. Die Linke verschließt sich keinesfalls einer Debatte zur Fortentwicklung der Brandschutzbedarfsplanung in Gera. Ganz im Gegenteil. Wir haben sie immer wieder eingefordert, schon vor 2011 und erst recht in der jüngsten Vergangenheit. Aber wir werden uns dieses Mal nicht mehr allein auf die Aussagen der Verantwortlichen in der Stadtverwaltung verlassen dürfen. Auch deshalb beantrage ich für die Diskussion hier und heute Rederecht für den Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes, Herrn Hönsch. Wir wollen die Debatte zu einer Konzeption, die unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben den Möglichkeiten der freiwilligen Feuerwehren Rechnung trägt, verschiedene Varianten prüft und auch neue Wege beschreitet. Übrigens, nur zur Erinnerung, Personalkosten und Eigenanteile für längst überfällige Fahrzeuganschaffungen kommen immer aus dem gleichen Topf, dem städtischen Haushalt. In jedem Fall ist diese Diskussion zu führen, bevor mit Personalentscheidungen Fakten geschaffen werden, die der Stadtrat dann nur noch absegnen soll. Denn das ist nicht die Aufgabe, die Stadträte hier zu erfüllen haben. Die Kommunalordnung ist da sehr eindeutig. Ich zitiere es gern ein zweites Mal, Paragraph 29. Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und bestimmt die Geschäftsverteilung. Er vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderats und der Ausschüsse. Es ist ein Armutszeugnis für Gera, dass diese Selbstverständlichkeiten eingefordert werden müssen. Und es ist unverantwortlich, dass dies bei einem solch existenziellen Thema durch die Verwaltung so ignoriert wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Herrn Schubert. Ich teile das Wort zunächst Frau Oberbürgermeisterin Dr. Hahn. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, sehr geehrte Feuerwehrangehörige, liebe Bürgerinnen und Bürger. Die Angehörigen der Geraer Feuerwehren geben ihr Bestes, um den Brand- und Katastrophenschutz zu gewährleisten, um im Notfall schnell Hilfe zu leisten. Und wenn ich von den Angehörigen der Geraer Feuerwehren spreche, dann meine ich ausdrücklich sowohl die Berufsfeuerwehr, die ich auch in keinster Weise in Frage stellen möchte, als auch die Freiwilligen Feuerwehren. Sie leisten gemeinsam, und ich betone gemeinsam, verantwortungsvoll ihren Beitrag im Brand- und Katastrophenschutz, um Leben und Gesundheit, um Hab und Gut von uns zu schützen. Dafür möchte ich allen Männern und Frauen in den Geraer Feuerwehren danken, ihnen meine uneingeschränkte Anerkennung aussprechen. Die Freiwilligen Feuerwehren leisten über ihre ehrenamtlich engagierte Arbeit auch einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt. Die Jugendfeuerwehren leisten wertvolle Sozialarbeit, indem sie jungen Menschen Werte wie Gemeinschaftsgeist, Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und selbstlosen Einsatz zum Gemeinwohl vermitteln und so die Basis schaffen, um Nachwuchs für die Feuerwehren zu begeistern. Darüber hinaus setzen sich die Freiwilligen Feuerwehren auf vielfältige Weise für unser Gemeinwohl ein, für Ordnung und Sicherheit, engagieren sich in Traditionspflege und veranstalten Feste. Meine Damen und Herren, Berufs- und Freiwillige Feuerwehren haben in unserer Stadt gleichermaßen ihre Berechtigung. Im Einsatz wird Hand in Hand gearbeitet, denn natürlich müssen sich die Einsatzkräfte aufeinander verlassen können und sie können sich aufeinander verlassen. Aus unserer aktuellen Stunde heute sollen die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt die Botschaft mitnehmen, dass, auch wenn es noch viel zu tun gibt, der Brand- und Katastrophenschutz grundsätzlich gewährleistet ist, dass der Stadtrat in Gera zu der Geraer Feuerwehr insgesamt steht, sie respektiert, anerkennt und versteht, die gesetzlichen Aufgaben ernst nimmt und die Fürsorge sowohl für die Angehörigen der Berufsfeuerwehr als auch für die Freiwilligen Feuerwehren wahrnimmt. Die aktuelle Stunde soll eine Stunde für unsere Feuerwehren sein. Ich danke Ihnen. Ich danke Frau Oberbürgermeisterin. Meine Damen und Herren, bevor wir in der Rednerliste fortfahren, der
Herr Schubert hatte Rederecht für Herrn Hönsch, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes, beantragt, erhebt sich dagegen Widerspruch. Das ist nicht der Fall, dann ist das Rederecht gewährt im Anschluss an die Beiträge der Stadtratsmitglieder. Jetzt hat zunächst sich zu Wort gemeldet Stadtratsmitglied Herr Klein, CDU. Da gibt es einen Geschäftsordnungsantrag, der hat Vorrang. Ja? Nein? Mikro? Also ich spreche mal laut. Wenn wir ein Rederecht für Herrn Mönch haben, beantragen wir nicht, dass ein Redebeitrag vorgezogen wird. Und falls Herr Bürgermeister auch sprechen will, beantragen wir nicht, dass seine Rede anschließend kommt. Eine Geschäftsordnung. Jetzt geht's. Hui. Also Reihenfolge ist klar, Herr Vorsitzender. Danke. Ja, das hieße also jetzt, wir hören im Anschluss erst Herrn Hönsch, im Anschluss Herrn Bürgermeister Dannenberg, der sich selbstverständlich zu Wort gemeldet hat, und dann die Beiträge zunächst nach Fraktionsstärke. Gibt es Widerspruch gegen diesen Geschäftsordnungsantrag von Stadtratsmitglied Herrn Weber? Das ist nicht der Fall. Dann ist es so angenommen und ich bitte jetzt Herrn Hönsch ans Rednerpult. Ist schon ganz in der Nähe. Ja, das ist jetzt ein Stück weit Überraschung. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Gäste und hier insbesondere die Kameraden der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehren aus Gera. Als Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes wurde ich von mehreren Stadträten im Vorfeld gebeten, heute hier zur Aktuellen Stunde zu sprechen. Das tue ich sehr gern, denn wer mich kennt, der weiß, dass die Feuerwehr Gera mir sehr am Herzen liegt. Ich bin seit weit über 20 Jahren in der Feuerwehr Gera engagiert, seit 10 Jahren Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes und seit ähnlicher Zeit stellvertretender Vorsitzender des Thüringer Feuerwehrverbandes. Ich denke schon, ein objektives Bild über die Entwicklung und den Stand der Feuerwehr Gera zu haben, als auch, und ich denke, das hat keine untergeordnete Bedeutung, über den Tellerrand hinaus in Thüringen, aber auch in andere Bundesländer schauen zu können. Mich schmerzen Zeitungsartikel, wie sie in der letzten Zeit ja erst heute zu lesen waren, bei denen die Überschrift nicht lautet: Wir sind gut, komm zu uns, mach mit, das macht Spaß, das ist wertvoll für unsere Stadt. Zur letzten Verbandsversammlung sagte ich aber auch deutlich, dass ich zunächst Gerarer bin, gebürtiger, und dies auch bleiben möchte. Ich liebe meine Stadt. Dies wiederum in Verbindung mit meiner Ausbildung, ich habe Betriebswirtschaft studiert, macht mir das Feuerwehrleben manchmal nicht einfach. Feuerwehrleute, Ehrenamtliche wie auch Hauptamtliche streben immer nach viel, und da schließe ich mich in mein Hobby Feuerwehr natürlich mit ein. Viele Autos, möglichst neu, perfekte Feuerwachen, gutes und viel Personal und natürlich auch entsprechende Gerätehäuser. Wir in Gera haben hier gewiss an vielen Stellen Aufholbedarf, keine Frage. Für diesbezügliche Defizite, Fahrzeuge, ist heute schon mehrfach gefallen. Ja, ich denke an die Aktion der Helme. Ja, aber auch für Stellen bei der Berufsfeuerwehr habe ich mich in der Vergangenheit eingesetzt und dies auch sehr gern. Dabei doch nie aus dem Auge verloren, dass die Feuerwehr nicht das Getriebe der Stadt Gera ist, sondern auch nur ein Zahnrad von diesem. Genau unter diesem Blickwinkel hat ein Arbeitskreis vom damaligen Oberbürgermeister namentlich einberufen, einen Arbeitsauftrag zur Fertigung der Brandschutzbedarfsplanung im Jahre 2010 erhalten. Die Zielrichtung war damals klar definiert. Es galt, den Grundstein für ein zukunftsorientiertes Feuerwehrwesen und Feuerwehrsystem, also ein System, das nicht nur damals funktionieren sollte, sondern auch in Zukunft funktioniert, zu legen. Maßgabe war zunächst, sich an den korrigierten Zahlen des Vibera-Gutachtens zu orientieren, sprich, es war eine Vorgabe von 60 Beamten im mittleren Brandschutzdienst gegeben. Uns ist es damals gelungen, die Rathausspitze davon zu überzeugen, dass dieser Personalansatz zu gering ist. Das Resultat waren 70 Stellen im sogenannten mittleren Brandschutzdienst. Ein Erfolg von plus 10 Kollegen bei der Berufsfeuerwehr zugunsten der Sicherheit in Gera. Ludwig Geiger könnte bestätigen, dass zunächst an den 60 Stellen kein Weg vorbeigehen sollte. Ein Konzept, das nicht ohne Grund ein Jahr Bearbeitungszeit bedurfte, hinter dem damals die Fachleute und alle Beteiligten standen und so auch die Stadträte überzeugte. Die Freiwilligen Feuerwehren erklärten sich damals zur Übernahme weiterer Aufgaben bereit, so für den Brandsicherheitswachdienst
und zu einer intensiveren Einbeziehung in den Einsatzdienst. Sprichwörtlich Hand in Hand. Dass dieses System rechtmäßig war, bestätigte Bürgermeister Dannenberg zuletzt in der Hauptausschusssitzung am 30. November. Also, Sie sehen, ich lese auch Protokolle der Hauptausschusssitzung mittlerweile. Nach Dienstantritt des Bürgermeisters wurden in Gesprächen zwischen ihm, Beamten der Berufsfeuerwehr und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Chancen erkannt, das bestehende System weiter zu verbessern. So wurde ein gemeinsamer Arbeitskreis mit vielen Berufs- und Freiwilligen Feuerwehrleuten zu einer Alarm- und Ausrückeordnung von ihm mit klaren und insbesondere personellen Vorgaben, so zum Beispiel auch mit einer Tagesdienstaufstockung zur Sicherung der Einsatzbereitschaft in Zeiten, wo die über 200 Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr arbeitsbedingt nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Die Vorgabe von Herrn Dannenberg lautete damals 19 Beamte am Tag und 13 in der Nacht. Ich wiederhole gern nochmal das Wort Vorgabe. Nicht, dass es dann wieder heißt, der Hönsch mischt sich in die Personalpolitik der Berufsfeuerwehr ein. Von dieser Behauptung distanziere ich mich entschieden, wer sie auch immer für seine Zwecke braucht. Es gab damals, also 2014, verschiedene Fahrzeugbesatzungsvorschläge des damaligen Fachdienstleiters. Keiner sah einen Rettungstrupp der Südwache zum Beispiel vor. Ich selbst war es, der diesen damals mehrfach anmahnte, leider damals erfolglos. Zu einer vollständigen Umsetzung des Systems kam es wohl aufgrund von Einwänden des Personalrates nicht, was aber auch nicht mein Problem als Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes war und ist. Zu unserer Verbandsversammlung am 16.10.2015 stellte Herr Schuh sein neues Löschzugkonzept vor. Zuvor stellte er es in einigen Wehren, so damals auch bei uns in Liebschwitz, vor. Nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Situation, die ist Ihnen ja hinlänglich bekannt in der Stadt Gera, wurde er zur finanziellen Untersetzung des nicht unbeachtlichen Mehraufwandes gefragt. Mit Sorge sahen wir damals die Aussage, dass es ihm nicht interessiere, das sei Aufgabe des Stadtrates. In der Hauptausschusssitzung am 30.11. erklärte Herr Dannenberg quasi so das sogenannte Rendezvous-Prinzip, also zwischen FF und BF, für gescheitert. Herr Schuh erklärt, dass erst jetzt Handlungsbedarf besteht, da es erst jetzt, nach 5 Jahren, valide Zahlen vorliegen. Wie Sie, sehr geehrte Frau Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Gäste merken, schildere ich ausschließlich die Vergangenheit, da einige von Ihnen damals noch nicht mit diesem Thema betraut waren. Zur Verbandsversammlung letztes Jahr ging es um die Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung. Als Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes sensibilisierte ich die Verwaltung bei ihren Überlegungen, neben dem bedeutenden Punkt Sicherheit auch die Finanzen und die prognostizierte demografische Entwicklung im Auge zu haben. Gefasste Beschlüsse, die nicht umgesetzt werden können aufgrund fehlender Finanzen, haben wir genug gehabt. Meine Forderung nach einem Konzept, das nicht nur heute funktioniert, sondern auch in Zukunft funktionieren muss, ist selbst zu kurz gesprungen. Denn wir müssen heute bei vielen Dingen die Grundsteine legen für ein Funktionieren in der Zukunft. Wie man der Presse der letzten Woche entnehmen konnte, so befindet sich die Stadt wohl in dem Dilemma, Herr Schubert schilderte es wohl, zwischen einer durch den Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung, die von 70 Stellen im Jahre 2016 ausgeht, und durch laufende Einstellungen, wo tatsächlich wohl um die 85 besetzten Stellen. Und jetzt erlaube ich mir schon, eine Aussage zum Personal zu treffen, ohne dass ich ein Einmischen darin sehe, nämlich die Aussage, dass diese Differenz Unsicherheit gibt und Unmut schürt. Nicht zuletzt bei den Beamtenanwärtern auf Probe, die bestimmt gern bei der Berufsfeuerwehr Gera bleiben möchten, ihr familiäres Umfeld darauf ausgerichtet haben und ganz schlicht und ergreifend die Unsicherheit haben und diese jungen Leute, das möchte ich ausdrücklich betonen, diese Unsicherheit rund um ihren Arbeitsplatz hier in Gera definitiv nicht verdient haben. Ich hoffe, deutlich gemacht zu haben, dass eine fundierte Entscheidungsgrundlage dringend notwendig ist, dass sie auch, wie es heute in der OTZ zu entnehmen war, die Basis jeglichen Handelns ist. Und hier vertrete ich ganz klar die Auffassung zur Erreichung eines Ziels. Und da kann es nur eins geben, nämlich den Schutz von Leib und an Sachwerten. Es sind alle gangbaren Lösungen dabei zu beleuchten. Ein sich Fixieren auf seine eigene Lösungsmöglichkeit ist oft nur zu kurz gesprungen. Alles andere abbügeln hemmt das Finden der besten Lösung. Best Practice gibt es überall, bei der BF und bei der FF.
kümmere ich mich also um die Reduzierung von Ausrückezeiten bei der BF, muss ich auch diesbezügliche Chancen bei der FF erörtern. Dass ich manches kritisch und auch intensiver verfolge, mag man mir nachsehen. Durcheinander habe ich zu diesem Thema schon genug erlebt. Von Aussagen, die getätigt werden, dann wieder abgestritten werden, davon halte ich nichts. Erst rechts nichts von Gerüchten, die der Vorsitzende des Stadtverbandes mischt sich in die Personalpolitik der BF ein. Er will keinen Rettungstrupp auf der Südwache etc. Wie Sie meinen gesamten Ausführungen entnehmen konnten, habe ich sogar das völlige Gegenteil getan und auch dafür gekämpft. Ich denke, auch hier bringt uns eine Gerüchteküche nicht weiter, von wem sie auch immer mit welcher persönlichen Zielstellung lanciert ist. Interessant, aus welchem Grund, so bin ich weder gegen einen Rettungstrupp auf der Südwache noch gegen planmäßige Einstellung bei der Berufsfeuerwehr. Und ich schiebe auch nicht Herrn Schuh für die Beendigung meiner Wehrführerschaft in Liebschwitz vor. Das habe ich ausdrücklich gesagt. Hier gab es eine sehr, sehr schöne private Ursache. Wer auch immer mit welchem Ziel und derartiges lanciert, was auch immer damit verfolgt und getan werden soll, ich weiß es nicht. Dass Herr Schuh nicht und ich nicht immer einer Meinung sein müssen, darüber sind wir beide uns einig. Es liegt in der unterschiedlichen Weite des Blickes. In der Sache werden wir zusammenarbeiten, egal ob im Einsatz oder auch im Vorstand des Stadtfeuerwehrverbandes. Das haben wir auch in den letzten Wochen gezeigt. Fakt ist, wir brauchen also einen Fahrplan, ein Konzept mit den passenden Rahmenbedingungen, mit Varianten und zukunftsorientierten Ideen. Von Vorstellungen und Bekehrungsversuchen des Stadtrates halte ich dabei persönlich ebenfalls nichts. Sie ersetzen auch keinen Stadtratsbeschluss. Auch wenn Herr Dannenberg und Herr Schuh der Auffassung waren, man müsse beim Stadtrat durch umfangreiche Präsentationen punkten und hier schneller als Hönsch sein, ist dies aus meinen Erfahrungen mit Ihnen, sehr geehrte Stadträte, ein sinnfreies Ziel. Daher haben Sie von mir auch nichts gehört. Konzeptionelle Arbeit wäre hier, so glaube ich, besser in dieser Zeit gewesen. So wäre es vielleicht, und ich hätte es begrüßt, zu dieser aktuellen Stunde hier gar nicht gekommen, da es den Vorwurf, abseits von Stadtratsbeschlüssen zu agieren, gar nicht gegeben hätte. Eine derartige Sprunghaftigkeit über mittlerweile einen recht langen Zeitraum ist nicht gut. Sie bringt Unruhe, Unsicherheit und gibt unseren Berufsfeuerwehrleuten kein gutes Gefühl. Den freiwilligen Feuerwehrleuten, bei denen wirft es Fragen auf und die Bevölkerung kann sich nur wundern. Wir, und da meine ich, so wie es Frau Dr. Hahn schon sagte, Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr. Wir haben uns das Thema Sicherheit von Gera auf die Agenda geschrieben und wir müssen es auch gemeinsam verfolgen. Vielen Dank. Ich danke Herrn Hönsch. Das Wort hat Herr Bürgermeister Dannenberg. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Gäste, vor allem liebe Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr. Es geht heute um die Umsetzung der Brandschutzbedarfsplanung durch die Stadtverwaltung. Es geht also um den Stadtratsbeschluss, mit dem der Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan für die Otto-Dick-Stadt Gera 2011 bis 2016 beschlossen wurde. Die Fraktion Die Linke zweifelt eine Umsetzung dieses Beschlusses an, zu dem die Oberbürgermeisterin, und wir haben das gehört, nach § 29 Thüringer Kommunalordnung verpflichtet sei. In diesem Zusammenhang fällt immer wieder das Schlagwort Löschzugkonzept, welches zum 1. Oktober 2015 zunächst monatsweise befristet durch die Oberbürgermeisterin mit einem geänderten Kräfte, sprich Personalansatz, genehmigt wurde und nach dem derzeit verfahren wird. Hier steht der Vorwurf im Raum, die Stadtverwaltung hätte nicht frühzeitig und ausreichend informiert. Beide Vorwürfe akzeptiere ich nicht und weise diese entschieden zurück. Begründung. Der gültige Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan für die Stadt Gera von 2011 bis 2016, und das sagte Herr Hönsch, welcher durch eine Arbeitsgruppe von Fachleuten im Jahr 2011 erarbeitet wurde, und ich zitiere aus dem Vorwort, berücksichtigt insbesondere auch die angespannte Situation der Wirtschaft und städtischen Finanzen. Zitat Ende. Weiter heißt es im Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan, Zitat, auch wenn die Einwohnerzahl der Stadt Gera 2010 leicht unter die Einwohnergrenze von 100.000 gesunken ist, wird die Existenz einer Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften aufgrund der Gefährdung und der Einsatzhäufigkeit nicht in Frage gestellt. Zitat Ende.
Sie mögen sich erinnern, dass im Jahr 2011 die Notwendigkeit der Fortschreibung des Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplans gemäß Sachdarstellung des zugehörigen Stadtratsbeschlusses mit der Drucksache Nummer 18/2011 vom 27.05.2011 unter anderem auch mit der Thüringer Feuerwehr Organisationsverordnung begründet wurde. Dennoch stellten die Fachleute im Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan auf Seite 10 unter Ziffer 6 Personal fest, dass sie den Personalbedarf für operative Kräfte nach Thüringer Feuerwehr Organisationsverordnung für eine für GERA nicht leistbare Anforderung halten. Und man höre und staune, Herr Schubert, diesen nach den Schutzzielen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren erarbeitet haben. Unter wie großem finanziellen Druck der Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan damals entstanden ist, lässt sich leicht an zwei Beispielen belegen. Ich komme zurück auf die Sachdarstellung des zugehörigen Stadtratsbeschlusses aus diesem Jahr, 2011. Hier heißt es, Zitat, durch den Abbau von Personal von derzeit 140 auf 126 Stellen, Zielzahl, kommt es zu Einsparungen von 700.000 Euro. Und zweitens, der damalige Bürgermeister, Herr Norbert Hein, hat mit Schreiben vom 27. Juli 2012 bereits darauf hingewiesen, dass die Personalressource mehr als bedenklich zu erachten sei. Da das Ziel des Brandschutzbedarfsplanes und Sie alle, sehr verehrte Mitglieder des Stadtrates, kennen die Formulierung aus einer Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke vom 27. Oktober 2015. Ich zitiere, letztlich das Ergebnis der jahrelangen Diskussionen und des daraus resultierenden Kompromisses zwischen Verwaltungsspitze und den an der Erarbeitung beteiligten Mitarbeitern des Fachdienstes 2600, des Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes, der ja gerade gesprochen hat, des gewählten Interessenvertreters der Freiwilligen Feuerwehr, des Personalrates und des D1000 ist. Wobei die Randbedingungen ebenso zum Teil theoretisch festgelegt worden sind, wie billigend die mehr als auf Kante genähte Aufgabenerfüllung in Kauf genommen werden musste. Zitat Ende. Also, wie wurde es bis zum 30. September 2015 gemacht? Praktiziert wurde ein Löschzugkonzept oder besser Einsatzkonzept, welches vor allem nachts und an Wochenende, und Sie haben recht, Herr Hönsch, das war meine Vorgabe, einem Rendezvous-System glich. Also Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr starten nach Alarmierung und treffen innerhalb der von der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren im Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan festgelegten Fristen gleichzeitig an der Einsatzstelle ein. Das wären nach meiner Kenntnis in der Hilfsfrist 1 nach 9,5 Minuten ab Eingang Anruf in der Leitstelle. 10 Funktionen. Mit Funktionen sind wohl gemeint Feuerwehrleute. Streitpunkt in der aktuellen Diskussion um das neue Löschzugkonzept, da ist dabei im Wesentlichen die zeitgerechte Verfügbarkeit eines Sicherheitstrupps am Einsatzort. Übrigens weitere 5 Minuten später folgen in der Hilfsfrist 2 6 weitere Funktionen. Das gilt immer, egal ob Sommer oder Winter, Tag oder Nacht, Werk oder Feiertag. Dennoch war der Versuch, auf diese Weise zugunsten der finanziellen Situation der Stadt Gera freiwillige Feuerwehrleute insbesondere an Wochenenden und Nachtstärke einzubinden, damals sicher nicht unbegründet und für mich auch immer nachvollziehbar. Zumal bisher keine Erfahrungswerte bzw. Zeiten vorlagen, ob dieses sogenannte Rendezvous-System die innerhalb der oben aufgeführten Fristen geforderte Anzahl an Feuerwehrleuten an dem jeweiligen Einsatzort zu jeder Zeit verlässlich zeitgerecht vereint. Herr Schubert, es ist daher richtig, dass ich in der Hauptausschusssitzung am 24. August 2015 erklärt habe, dass ich zwar kein Feuerwehrmann sei, aber den Brandschutzbedarfsplan, welcher im Jahr 2011 durch die bereits erwähnte Arbeitsgruppe, also ein Expertengremium erstellt und vom Stadtrat bestätigt wurde, zu dem Zeitpunkt für rechtmäßig hielt. Es wurde aber in derselben Hauptausschusssitzung auch gesagt, dass ich quasi mit Amtsantritt des neuen Fachdienstleiters Brand- und Katastrophenschutz, Herrn Schuh, diesen in Vorbereitung der Erarbeitung des neuen Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplans beauftragt hatte, und der gilt dann ab 2017, das derzeit aktuelle Einsatzkonzept zu überprüfen. Der bekannte anonyme Brief zur Feuerwehr Gera hat dabei im Sinne eines Katalysators sicherlich nur zusätzlich befördert.
Am 28. September 2015, also noch vor Umsetzung des neuen Einsatzkonzeptes, wurde der Hauptausschuss als zuständiger Fachausschuss informiert, dass die Prüfung des Einsatzkonzeptes ergeben hat, dass das Löschzugkonzept angepasst werden muss. Diese Anpassung erfolgte zum 1. Oktober 2015 nach Billigung durch die Oberbürgermeisterin. Übrigens vor allem deshalb zunächst und bis heute nur monatsweise befristet, weil der Hauptausschuss eine Reihe von Fragen als nicht geklärt sah. Lassen Sie sich das bitte mal an dieser Stelle ganz klar sagen. Risiko scheut kein Uniformierter, der seine körperliche Unversehrtheit für andere einsetzt. Also auch kein Feuerwehrmann und keine Feuerwehrfrau, egal ob Berufs- oder freiwillige Feuerwehr. Aber die Verantwortung muss derjenige tragen, der die Entscheidung für das zu tragende Risiko, in diesem Fall den Personalansatz, trifft. Herr Schubert, wie haben Sie doch mit Blick auf die Ergebnisse des Prüfungsauftrages, des Einsatzkonzeptes und den damit neuen Erkenntnissen gesagt, ich zitiere, die Fraktion Die Linke übernimmt für diesen Zustand jedenfalls nicht die Verantwortung. Also, wie geht es weiter? Nach § 44 Thüringer Kommunalordnung ist die Oberbürgermeisterin verpflichtet, den Vollzug einer Entscheidung des Gemeinderates oder eines Ausschusses auszusetzen, wenn sie diesen für rechtswidrig hält. Das hat die Oberbürgermeisterin bisher noch nicht getan, denn die Oberbürgermeisterin möchte, ich denke, wie wir alle, und zwar auch mit Blick auf die Erarbeitung des neuen Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplans, absolute Rechtssicherheit. Deshalb wurde zwischenzeitlich ein Gutachten beauftragt, welches quasi das Prüfungsergebnis des amtierenden Fachdienstleiters Herr Schuh, der hier übrigens auch anwesend ist, gegenprüfen wird. Auch hierüber wurde der zuständige Hauptausschuss noch vor Vergabe des Auftrages in seiner Sitzung am 30. November 2015 informiert. Der Gutachter hat bereits seine Arbeit aufgenommen. Mit einem ersten Ergebnis der Plausibilitätsprüfung des Löschzugkonzeptes ist bis Mitte Februar zu rechnen. Sollte das neue Löschzugkonzept bzw. Einsatzkonzept bestätigt werden, würde aus heutiger Sicht möglicherweise ein Mehrbedarf von etwa 8 Planstellen entstehen. Das dafür erforderliche Personal kann sicherlich nicht allein durch eine Neuzuordnung von Personal auf beiden Wachen und durch die Neuorganisation der Ausbildung vollständig kompensiert werden. Einer personellen Absicherung, so viel Ehrlichkeit muss an dieser Stelle sein, stünde weiterer Personalabbau aber entgegen. Und wie hat der ehemalige Fachdienstleiter, der ja hier von Herrn Hönsch zitiert wurde, Herr Geiger, bereits in der Hauptausschusssitzung am 23. Juni 2014 gesagt, Zitat, die in der Planung vorgesehenen 126 Vollzeitbeschäftigten sind unrealistisch. Zitat Ende. Ach ja, Herr Schubert, Sie selbst haben nach dem Wegfall der kassenärztlichen Notfallversorgung und der Besetzung des Notarzt-Einsatzfahrzeuges, beide Aufträge waren zusammen mit 9,2 vollbeschäftigten Einheiten hinterlegt, in der Sitzung des Hauptausschusses am 1. Dezember 2014 darauf hingewiesen, dass, ich empfehle einen Blick ins entsprechende Protokoll, spätestens Ende des Jahres 2016, 126, Ende des Jahres 2016, 126 beziehungsweise inzwischen durch die neue Struktur 121,5 Vollzeitstellen zu erreichen sind. 126 minus 9,2 gibt meines Erachtens nicht 121,5. Herr Schubert, kannten Sie den personellen Druck? Trotzdem wurde bisher keine Einstellung zur Umsetzung des neuen Löschzugkonzeptes vorgenommen, sondern nur im Gegenzug für lang bekannte Pensionierungen. Übrigens wurden diese jungen Menschen von uns ausgebildet, beziehungsweise ihre Ausbildung durch die Stadt Gera bezahlt. Ich glaube, eine gute Investition in die Zukunft. Wenn nicht für uns, dann vermutlich für andere Städte und Gemeinden. Sehr verehrte Mitglieder des Stadtrates, Brandschutz wird in Gera. Sehr verehrte Mitglieder des Stadtrates, Brandschutz wird in Gera auch zukünftig nur mit freiwilligen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren gemeinsam sicherzustellen sein. Der Einsatz am 31.12. letzten Jahres hat das wiederholt gezeigt. Insofern sollten wir alle versuchen, eine für die Stadt Gera bestmögliche Lösung zu suchen. Die Sorge, die Anzahl der Einsätze für die freiwilligen Feuerwehren könne sich durch das neue Löschzugkonzept verringern, kann ich Ihnen an dieser Stelle heute nehmen.
Die Alarm- und Ausrückeordnung, welche die zu entsendenden Einsatzmittel je nach Art und Umfang des Einsatzes beschreibt, wurde nicht verändert. Und die erste Auswertung des Zeitraums vom 1.10. bis 31.12.2015 hat ergeben, dass die Anzahl der Einsätze in den Referenzzeiträumen in den Jahren 2013 und 2014 vergleichbar ist. Ich finde es deshalb bemerkenswert, dass sich der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes, Herr Hönsch, also der Interessenvertreter der Feuerwehr, Interessenvertreter für sowohl Freiwillige als auch Berufsfeuerwehr, einer fachlichen Debatte mit dem für unsere Stadt symptomatischen Totschlagsargument, kein Geld für nichts und damit auch nicht für Personal für eine Berufsfeuerwehr, entzieht. Ein gemeinsames Gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrenverbandes, Herrn Hönsch, und dem Fachdienstleiter der Feuerwehr, Herrn Schuh, und mir am 2. Oktober letzten Jahres brachte fachlich bisher keinen anderen Lösungsvorschlag. Die Aufforderung, eine wie auch immer geartete rechtskonforme Alternative zum derzeitigen Einsatzkonzept vorzuschlagen, blieb zumindest für mich bis heute ohne Reaktion. Ich bedauere dies, zumal der Stadtfeuerwehrverband wie jeder Lobbyverband auf allen Ebenen ein die Diskussion befruchtender Partner sein könnte. Abschließend kann ich nur sagen, dass sich in der Feuerwehr viel bewegt hat und weiter bewegen wird. Ein Beispiel: derzeit sind wir in der Beschaffung von 3 Hilfe-Löschfahrzeugen und einem Rettungswagen. Wissen Sie eigentlich, wann die Stadt Gera das letzte Mal in einem vergleichbaren Umfang Löschfahrzeuge beschafft hat, wie wir gerade im Moment? Mir wurde gesagt 1993. Ein weiteres Beispiel ist die Zweckvereinbarung mit Bad Köstritz. Diese Veränderungen und Neuausrichtungen erfordern natürlich auch, sich auf Neues einzulassen und das ein oder andere auszuprobieren und zu optimieren. Es bedeutet aber auch gleichzeitig eine Chance, unsere Feuerwehr weiterzuentwickeln. Und damit meine ich Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke dem Herrn Bürgermeister, und das Wort hat jetzt Stadtratsmitglied Herr Klein, CDU-Fraktion. Ich bin kleiner. Es liegt schon am Namen. Frau Oberbürgermeister, Herr Vorsitzende, sehr geehrte Kollegen, Stadträte, liebe Gäste. Das Thema der Aktuellen Stunde lautet Umsetzung der Brandschutzbedarfsplanung durch die Stadtverwaltung. Wenn ich so auf die letzten Jahre zurückschaue, bin ich nicht davon ausgegangen, dass wir uns zu diesem Thema heute hier nochmal unterhalten. Ich bin davon ausgegangen, dass alle wichtigen Schlachten und Auseinandersetzungen schon vor Jahren geführt wurden und die Entscheidungen auch schon vor Jahren gefallen sind. Ich bin immer davon ausgegangen, wir befinden uns schon in der Umsetzungsphase. Die Diskussion der letzten Wochen zeigt mir aber ein anderes Bild. Ein Bild, das, wenn ich mir das so ansehe, sich wie eine schlechte Komposition darstellt. Alle Elemente, besser gesagt alle Beteiligten, Stadtrat, Bürgermeister, Oberbürgermeister, Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Stadtratsmitglieder, ringen um ihren Platz in dem Gemälde. Dabei weiß jeder, dass ein schönes Gemälde nur durch eine ausgeglichene Komposition entsteht. Worum geht es bei dem Ringen? Es geht nach Ansicht meiner Fraktion nicht um ein Gegeneinander von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. Das Verhältnis der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr war immer zu jeder Zeit von kleineren Diskussionen geprägt. Aber im Großen und Ganzen war es immer kameradschaftlich. Man hielt immer zusammen. Dies hat man auch bis zur letzten Feuerwehrverbandsversammlung auch immer gespürt. Es gab und ich denke, es gibt auch noch ein Miteinander. Ich registriere aber auch zunehmend, dass es von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Beschwerden gibt. Beschwerden über mangelnde Kommunikation und besonders auch Beschwerden über mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit durch die Stadtverwaltung. Das ist aus unserer Sicht, aus Sicht der CDU-Fraktion, nicht akzeptabel. Ich bitte daher alle Beteiligten, und ich fordere alle Beteiligten dazu auf, sich an einen Tisch zu setzen und fachlich die Dinge auszudiskutieren. Ein Durchregieren, vergleichsweise wie beim Militär, ist hier unangebracht. Nur zusammen kann das Bild stimmig werden. Auch kann ich durch meine Mitarbeit im Untersuchungsausschuss Feuerwehr für mich hier an der Stelle schon das Zwischenfazit ziehen, dass Kommunikation und Transparenz mancher, und ich sage hier bewusst mancher,
nicht gerade ihre Stärke ist. Und auch das Verschanzen hinter rechtlichen Erwägungen und Meinungen über die Güte und die Qualität dieser Ausführung möchte ich heute hier lieber nicht reden, wird auf Dauer die Arbeit zwischen Stadtrat, Fachdienst und dem zuständigen Dezernat nicht verbessern, im Gegenteil. Und einigen Verantwortlichen in der Verwaltung sei auch noch gesagt, der Stadtrat ist nach Thüringer Kommunalrecht Teil der Verwaltung und nicht der Gegenspieler. Wer das bisher nicht begriffen hat, der ist auf Führungspositionen, egal in welchem Dezernat, aus meiner Sicht nicht tragbar. Und genau ein solches Problem, nämlich ein Problem der Kommunikation und der eingeschränkten Zusammenarbeit, prägen auch das Thema der heutigen Aktuellen Stunde. Noch mit Dienstantritt des Bürgermeisters ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass ein rechtskonformes Brand- und Katastrophenschutzkonzept besteht. Die Auszüge aus den Protokollen, aus den Hauptausschussprotokollen, die meine Vorredner schon gebracht haben, möchte ich an der Stelle nicht nochmal wiederholen. Mit Dienstantritt des Bürgermeisters ist die Verwaltung auch davon ausgegangen, dass ein rechtskonformes Löschkonzept besteht. Auch der Abbau von Personal war im Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan vorgesehen. Das Löschkonzept und der Personalabbau bei der Berufsfeuerwehr funktionieren aber nur, heute ist es schon angesprochen worden, wenn das Rendezvous-Prinzip, der Bürgermeister nannte das mal eine Hauptausschusssitzung, deswegen fand ich es sehr amüsant, deswegen sage ich es Ihnen mal noch, Hochzeitsprinzip, zwischen freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr klappt. Das heißt konkret, dass beim Löschangriff ein Rettungstrupp vor Ort sein muss. Ob dieses Prinzip funktioniert oder nicht, darum geht es heute in der Aktuellen Stunde nämlich nur indirekt. Eine Bemerkung dazu sei mir aber doch erlaubt. In der Zeit vor dem neuen Fachdienstleiter Herrn Schuh scheint das Prinzip, zumindest ist es meine Kenntnis, funktioniert zu haben. Zumindest habe ich den damaligen Fachdienstleiter Herrn Geiger in Erinnerung, der gerade mit diesem Prinzip im Hauptausschuss für das Löschkonzept immer geworben hat und mehrfach dies auch auf Anfrage von Stadtratsmitgliedern bestätigt hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, darf die Stadtverwaltung, darf ein Fachdezernat nach Dienstantritt von Herrn Schuh eine Arbeitsgruppe einsetzen, um die Arbeit des Amtsvorgängers überprüfen zu lassen? Nach meiner Meinung darf man das. Nur, liebe Kollegen, was man nicht darf, ist die Erkenntnis, die man aus der Arbeit dieser Arbeitsgruppe gewonnen hat, einfach selbst umsetzen und nicht dem zuständigen demokratischen Gremium zur Entscheidung vorlegen. Dies ist ein klarer Verstoß gegen die Zuständigkeit des Stadtrates und hebelt das von den Bürgern dieser Stadt gewählte verantwortliche Entscheidungsgremium aus. Ich will auf die rechtlichen Ausführungen, die Herr Schubert gebracht hat, möchte ich an der Stelle auch nur verweisen. Ich möchte Sie nicht langweilen. Dass dem Hauptausschuss im ersten Quartal 2016 ein Entwurf eines neuen Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplans vorgelegt werden soll, ist aus Sicht der CDU-Fraktion nicht zu beanstanden. Im Gegenteil, wir fordern ein, dass es so schnell wie möglich passiert. Das ist auch das gute Recht der Verwaltung, einen solchen Plan praktisch vorzulegen. Nur, meine Damen und Herren, was von dem Recht nicht mehr gedeckt ist, dass das neue Löschkonzept einfach in Kraft gesetzt wird und dass man jetzt noch auf die Bestätigung durch einen Dritten, nämlich auf die Plausibilität, wartet, um es dann dem Stadtrat zum Abnicken vorzulegen. Abnicken, anders, meine lieben Kollegen, kann ich das nicht bezeichnen. Denn das Fachdezernat schafft mit der monatsweisen Umsetzung des neuen Löschkonzeptes bereits Fakten. Und der Stadtrat soll dann später hier als Grüß August nur noch das Verfahren beschließen und legitimieren. Ich frage mich, über was wir dann noch diskutieren wollen. Dass sich an dieser Stelle ein Teil der Stadtratsmitglieder hintergangen, in meinem ursprünglichen Redeentwurf stand verarscht, aber ich sage es trotzdem, weil es mich an der Stelle dort trotzdem sehr, sehr stark bewegt, dass sich ein Teil der Stadtratsmitglieder an der Stelle hintergangen fühlt, das kann ich nur gut nachvollziehen. Und der Einwand, den ich dann immer wieder höre, aber Herr Klein, wir mussten das Konzept außer Kraft setzen. Wir können ja keinen rechtswidrigen Zustand zum Löschkonzept dulden. Mit Verlaub, die Verwaltung hat das Löschkonzept, der Bürgermeister hat es angesprochen, schon im Oktober 2015 umgestellt. Bis zum heutigen Tag liegt uns weder eine Vorlage vor, noch ist der Stadtrat jemals um seine Meinung zu dem Thema gefragt worden. Die spärlichen, zum Teil widersprüchlichen Informationen und Aussagen im Hauptausschuss, wenn man sich die Protokolle mal nebeneinander legt, ist es schon sehr amüsant, wie widersprüchlich zum Teil Aussagen auch getätigt werden.
Diese widersprüchlichen Informationen und Aussagen im Hauptausschuss können die Debatte hier im Gremium, meine Damen und Herren, nicht ersetzen. Inhaltlich möchte ich abschließend noch 4 Punkte ausführen. Erstens, der Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplan 2011 bis 2016 wurde von allen, die ihn damals mitbeschlossen haben, als Mindeststandard angesehen. Das bedeutet, die im Plan vorgesehene Beschaffung der dringend notwendigen Technik, nämlich der Fahrzeuge etc., wurde immer wegen fehlender Haushaltsmittel nicht durchgeführt. Erst auf Intervention der Fraktionen Die Linke und CDU wurden Teile des Investitionszuschusses für Kommunen, die wir vom Land erhalten haben, für die Beschaffung eines Löschfahrzeuges vorgesehen. Aus der Stadtverwaltung ist niemand auf diese Idee gekommen. Im Ergebnis kann man nur festhalten, dass hinsichtlich der Beschaffung der Technik der Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplanung 2011 bis 2016 durch die Verwaltung nicht umgesetzt wurde. Zweitens, auch hinsichtlich der Personalplanung bleibt die derzeitig existierende Lage weit hinter den Vorgaben des Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplans 2011 bis 2016 zurück. Der Plan sieht ursprünglich 126 Vollzeitbeschäftigte vor. Davon sind durch den Wegfall im Bereich Rettungsdienst und kassenärztlicher Notfalldienst nach der heutigen Konstellation 9 Stellen abzuziehen. Dass meine Zahlen nicht genau sind, bitte ich Sie einfach zu respektieren. Ich habe keine besseren erhalten. Im Januar 2015 waren immer noch 130 Stellen besetzt. So jedenfalls meine Informationen. Dieses Mehr, was auch schon Herr Schubert angesprochen hat, dieses Mehr an 15 Stellen existiert. Ich habe bis jetzt auch nichts Gegenteiliges von der Verwaltung gehört. Trotz dieser Diskrepanz wurde in den letzten Jahren, nämlich seit 2013 bis heute, 10 neue Beamte eingestellt. Und wie man an den Zahlen zum Nachtragshaushalt 2015, wenn Sie sich die Unterlagen zum Nachtragshaushalt richtig angesehen haben, besonders in der Vorschau, sind auch weitere Einstellungen und Verbeamtungen geplant. Selbstverständlich scheiden auch Beamte durch Pensionierung aus und müssen nachbesetzt werden. Aber am Ende müssen wir uns trotzdem darüber im Klaren sein, dass die vorgegebene Zahl von 126 an der Stelle nicht eingehalten ist. Drittens, die Berufsfeuerwehr in Gera stellt 10%, mehr als 10% der Stadtverwaltung. Es gibt Großstädte, da gibt es gar keine Berufsfeuerwehr mehr. Da nehmen alles die Freiwilligen wahr. Dass das in Gera nicht funktioniert, da die Freiwilligen dies neben ihrem normalen Broterwerb ja nur freiwillig und ehrenamtlich machen, ist, denke ich, auch jedem von Ihnen klar. Aber Gera, meine lieben Kollegen, ist weder München, Hamburg, Essen oder Dortmund. Und ein Aufwuchs, sprich eine Vergrößerung der Berufsfeuerwehr, können wir uns Und da können wir, ich verstehe die Diskussion voll, dass man im Grunde genommen jungen Menschen eine Ausbildungsperspektive geben will, dass man ihnen eine Lebensperspektive in Gera bieten will. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber wir können uns diesen Aufwuchs schlichtweg nicht leisten. Und wenn wir dann Führungskräfte aus der Verwaltung sagen, Geld interessiert mich nicht, das Geld muss aufgetrieben werden, der hat aus meiner Sicht kein Herz für Gera oder lebt völlig an den Realitäten vorbei. Wir können weder weiter Steuern in dieser Stadt erhöhen, noch weiter Gebühren erhöhen. Noch können wir im nennenswerten Umfang, das haben Sie ja im letzten Jahr gemerkt, Aufgaben reduzieren. Und vom Land, so gerne wie ich das fordere, aber vom Land können wir auch nicht ständig dauerhafte Unterstützung verlangen. Wir müssen, und da kommen wir am Ende nicht drum rum, wir müssen Personal abbauen in allen Bereichen der Stadtverwaltung. Nicht bei der Berufsfeuerwehr allein, sondern in allen Bereichen der Stadtverwaltung. Nur so lässt sich die Haushaltskonsolidierung vorantreiben. Alles andere, meine Damen und Herren, ist Augenwischerei. Viertens, bis zur Amtsübernahme von Herrn Schuh gab es aufgrund des Personalüberhangs mehrere tausend Minusstunden in den Wachabteilungen, die monatlich anwuchsen. Zum Abbau der Minusstunden wurde ein neues Löschkonzept durch den Fachdienst aufgelegt, welches zwar zum Abbau der Minusstunden geführt hat, nun aber meiner Kenntnis nach zum Aufbau von Überstunden führt. Fünftens, auch führt es dazu, dass mehr Berufsfeuerwehreinsatzkräfte vorgehalten werden und wir nachts und am Wochenende aber mehr als 100 einsatzbereite Freiwillige zur Verfügung haben. Nicht nur, dass das neue Löschkonzept mehr Geld kostet, Geld, was wir natürlich nicht haben,
Wir haben als CDU-Fraktion, auch wenn es der Bürgermeister gerade angesprochen hat, trotzdem die Befürchtung, dass es zu weniger Einsätzen bei den Freiwilligen führt. Weil diese, und das muss man auch mal deutlich sagen, weil diese vorher nämlich schon abberufen werden, beziehungsweise abgestellt werden, und mir haben etliche Freiwillige auch erzählt, dass sie auf der Hälfte zum Weg nämlich dann schon wieder umdrehen mussten. Und gerade, das ist Nummer 6, gerade wegen der mangelnden finanziellen Mittel sind wir als Stadt Gera auf die Unterstützung der Freiwilligen angewiesen. Und da bringt es aus meiner Sicht nichts, alte, längst zerrüttete Gräben über das richtige Verhältnis beider Wehren zueinander wieder aufzureißen. Es gilt an dieser Stelle, die Interessen und die Aufgaben beider Wehren sinnvoll zum Ausgleich zu bringen. Und wie macht man das? Man macht das nach meiner Meinung nach, indem man zusammen redet und durch Kommunikation. Kommunikation ist an dieser Stelle das A und das U. Wenn ich mir die offenen Briefe, die in den letzten Tagen von den Freiwilligen Feuerwehren versandt worden sind, anschaue, dann frage ich mich, warum man den Freiwilligen so wenig Wertschätzung für ihre Arbeit entgegenbringt. Und das beginnt, liebe Kollegen, das beginnt für mich schon daran, dass man einen solchen Brief zeitnah beantwortet und den Brief nicht 2 Monate oder mehrere Wochen liegen lässt. Ich fasse nochmal zusammen, wir fordern als CDU-Fraktion, dass uns der Brandschutzbedarfsplan so schnell wie möglich vorgelegt wird und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und der Herr Weber kann jetzt sprechen. Ja, es waren genau 15 Minuten sozusagen Punktlandung. Das Wort hat jetzt Stadtratsmitglied Frau Hofmann, SPD-Fraktion, oder? Ja. Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Gäste, liebe Feuerwehrleute, ganz ohne Zweifel, wir brauchen die Feuerwehr und wir brauchen sie auch mit beiden Teilen, sowohl mit der Berufsfeuerwehr als auch mit der Freiwilligen Feuerwehr. Aber es gefällt mir nicht, dass wir uns heute in der jetzigen Situation und mit dem jetzigen Thema mit der Feuerwehr beschäftigen müssen. Es gefällt mir nicht, in welcher Reihenfolge in dieser Stadt Entscheidungen getroffen werden. Übrigens nicht nur hier, das ist leider in vielen Bereichen so, immer wieder anzutreffen, zum Beispiel auch beim Spielplatzentwicklungskonzept, aber da kommen wir ja später zu. Wenn es Beschlüsse des Stadtrates gibt, dann hat die Verwaltung diese umzusetzen. Und erst dann, wenn sich die Beschlusslage ändert, und zwar erst danach, kann die Verwaltung auch all dies umsetzen. Das gilt auch für den Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz. Was ist genau passiert? Ohne im Vorfeld den Stadtrat zu informieren und eine Beschlusslage zur Abstimmung zu bringen, wie es der richtige Weg gewesen wäre, mit der dann auch der Brandschutzbedarfsplan eventuell geändert worden wäre, wurden Fakten geschaffen. Es wurden Mitarbeiter eingestellt, das Löschzugkonzept geändert und. Das wäre ja auch grundsätzlich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Berufsfeuerwehr und auch uns Bürgerinnen und Bürgern sicherlich zu gönnen, erhöht es doch mit mehr Feuerwehrleuten die Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehr. Wenn dann nicht die Personalkosten wären, über die wir als Stadtratsmitglieder gerade in der jetzigen finanziellen Situation der Stadt immer wieder wachen müssten. Es muss in der Haushaltskonsolidierung sehr gut begründet werden, warum statt eines Personalabbaus ein Personalzuwachs erfolgt. Und an einer schlüssigen Begründung hierfür fehlt es uns immer noch. Nachträglich hat der zuständige Fachdienstleiter, nachdem er selbst die Aufstockung des Personals vorangetrieben hat, versucht zu erklären, dass das alles notwendig sei. Für uns sind da aber noch viel zu viele Fragen offen. Gera hat weniger als 100.000 Einwohner. Eine Berufsfeuerwehr zu haben, ist nicht unbedingt die Pflicht. Gleichwohl ist sie wesentlicher Bestandteil des Brand- und Katastrophenschutzes in Gera. Und dass wir da noch durchaus Verbesserungsbedarf haben, mussten wir leider zur Hochwasserkatastrophe 2013 erleben. Wir werden also ganz sicherlich nicht fordern, die Berufsfeuerwehr abzuschaffen, also um da gleich mal alle Ängste zu nehmen, ganz sicherlich nicht. Wir wollen aber auch nicht die Freiwillige Feuerwehr schwächen und nur noch zu Hilfsarbeitern der Berufsfeuerwehr machen. Seit zig Jahren haben die freiwilligen Wehren
Strukturen gebildet, die zusammen, und darauf legen wir besonderen Wert, mit der Berufsfeuerwehr für unser aller Sicherheit gesorgt hat. Es stört uns, dass die Freiwillige Feuerwehr nach den Plänen des Herrn Schuh nur noch Hilfestellung geben soll. Das demotiviert die freiwilligen Feuerwehrleute, die sich ehrenamtlich vor allem die Nächte und Wochenenden um die Ohren geschlagen haben, für unsere Sicherheit. Wir gehen auch nicht davon aus, dass der Brand- und Katastrophenschutz bis September 2015 rechtswidrig war. Für eine vorschnelle Änderung gab es also aus unserer Sicht keinen erkennbaren Grund. Dennoch wurde es einfach ab dem 1.10.2015 umgesetzt, es wurde alles geändert. Das geht so nicht. Aus unserer Sicht muss die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr mit einbeziehen, bei der Organisation der Einsätze wie auch bei der Weiterbildung unterstützen, damit sie vollständig einsatzbereit ist und bleibt. Sie darf nicht zulasten der ehrenamtlichen Einsatzkräfte agieren, wenn es nicht einen zwingenden Grund dafür gibt, und den sehen wir nicht. Unser Fazit: Die Organisationspläne eines Fachdienstleiters dürfen nicht gegen einen noch bestehenden Stadtratsbeschluss eigenmächtig umgesetzt werden. Eine Behörde wie der Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz darf sich ohne wichtigen Grund nicht auf Kosten des Ehrenamtes vergrößern. Der neue Brandschutzbedarfsplan, der ja auch ansteht, der ja auch irgendwann mal umgesetzt werden muss, muss unter Einbeziehung der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr, eventuell weiterer Fachleute erfolgen, und zwar in Augenhöhe aller daran Beteiligten und nicht in einem weiteren Gegeneinander. Wir brauchen nämlich beides, Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr, und wir dürfen beide nicht gegeneinander ausspielen lassen. Vielen Dank. Ich danke Frau Hofmann, und zu Wort gemeldet hat sich jetzt Stadtratsmitglied Herr Weber, Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Oberbürgermeisterin, Herr Vorsitzender, Grüße, sehr geehrte Gäste, ich gucke gerade, ob ich Feuerwehrmänner sagen muss. Ist eine Frau irgendwo? Wo? Oh ja, Grüße, hallo. Ich habe das Schlusswort von Frau Hofmann gehört. Man soll die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr nicht gegeneinander ausspielen. Das ist vollkommen richtig, aber ich hatte den Eindruck, dass es heute nicht darum geht. Ich glaube nicht, dass es heute um die Feuerwehr geht. Heute ging es, das muss man in aller Klarheit sagen, um den Bürgermeister Dannenberg. Das war mein Eindruck. Und ich habe den Herrn Dannenberg kennengelernt und sage ganz offen, so dass ich mich nicht strafbar mache: Ich halte ihn für eine beeindruckende Persönlichkeit. Und das hat auch positive Aspekte. Jedenfalls ausreichend, um eins sagen zu können: Der Mann muss zumindest fair behandelt werden. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass er heute uneingeschränkt fair behandelt wurde. Das muss man klar so sagen. Ich habe von Herrn Klein gehört in seiner Rede, letztlich, dass Herr Dannenberg ungeeignet ist, seinen Posten zu versehen als Dezernent, so habe ich das zumindest verstanden. Und eins will ich dazu sagen: Ich bin extra hintergegangen zu der Gruppe von sportlichen Männern und habe gefragt, sind Sie von der Freiwilligen Feuerwehr oder von der Berufsfeuerwehr? Und habe gehört, die sind von der Freiwilligen Feuerwehr. Und dann habe ich gefragt, haben Sie geklatscht bei Dannenberg? Der nicht. So habe ich es verstanden. Und ist das Berufsfeuerwehr? Dann frage ich mal, haben wir Freiwillige Feuerwehr hier? Haben Sie geklatscht bei Dannenberg oder haben Sie nicht geklatscht? Nicht geklatscht. Wer hat jetzt geklatscht? Er hat geklatscht. Der junge Mann sagt, er sei Freiwillige. Mir geht es um Folgendes, meine Damen und Herren. Ich habe nach der Rede von Bürgermeister Dannenberg klaren Applaus gehört und habe zumindest von dort hinten gehört, als Herr Klein gesprochen hat, der Mann hat doch keine Ahnung.
Und jetzt will ich mal hart sein. Auch das sagt was aus über die Qualifikation als Dezernent, wenn ich das mal so sagen darf. Was haben wir letztlich erlebt, meine Damen und Herren? Wir haben ein Feuerwehrkonzept 2011, ist das auf den Weg gebracht worden. 2016 läuft es aus. 2015 beginnt man damit, ein neues Konzept zu planen. Im Oktober ist die theoretische Planung fertig. Man geht in die Praxisphase und probiert aus, ob das sinnvoll ist. Da ist man noch, wenn man dann später die Bestätigung hat, dann schlägt man es dem Stadtrat vor, und zwar im Jahr 2016. Dann wird es hier diskutiert und dann beschlossen. Boah. Vielen Dank. Ja, ich danke Herrn Stadtratsmitglied Weber. Gibt es weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? Das kann ich an dieser Stelle nicht erkennen, und damit beende ich die Aktuelle Stunde.